Zwei weitere Größen, der Zentralwert und der Modalwert, die gehören auch zu den Kenngrößen. Zwei haben wir bisher schon kennengelernt, die Spannweite und das arithmetische Mittel. Ich habe wieder unsere Größe bzw. unsere Größen, unsere Daten wieder aufgeschrieben, die wir letzte Stunde schon verwendet gehabt haben. Was ich jetzt beim Zentralwert als erstes mache, ich sortiere sie der Größe nach. Also 45 ist das kleinste, danach kommt 46, danach kommt wieder 46, denn ich muss sie alle wieder sortieren. Das heißt, es sollten auch alle wieder dran stehen. Können auch dann natürlich 10 gleiche Werte hintereinander stehen. 47, 49, 54, 58. Zur Überprüfung immer nochmal 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl, ich habe alle Größen, die oben standen, auch unten drin. Das ist auch für Rechnungen immer sehr geschickt. Erst überprüfen, ob man alle Größen überhaupt in der Rechnung drin hat. So, und Zentralwert, da steckt das eigentlich schon drin, was wir suchen. Wir suchen das Zentrum, nämlich die Mitte. Und die Mitte ist hier bei 47 Kilogramm. Da kann man jetzt mehrfach drauf kommen. Entweder man streicht halt einen rechts, einen links, dann nochmal einen links und einen rechts, dann nochmal einen links und einen rechts rein und dann lande ich in der Mitte. Oder ich zähle einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, in der Mitte muss also die 4 liegen. 3 links, 3 rechts. Wie er da drauf kommt, ist mir egal. Schwierig wird es, wenn die Anzahl der Daten gerade ist. Also momentan haben wir eine ungerade Zahl, nämlich 7 so Größen, und da liegt natürlich das Schöne in der Mitte. Was ist aber, wenn 58 Kilogramm da hinten weg ist, dann haben wir ja nur 6 Größen, dann liegt quasi die Mitte zwischen 46 und 47. Dann ist der Zentralwert aber auch zwischen 46 und 47. Dann wäre das nämlich 46,5 Kilogramm. Der Zentralwert wäre dann eine Zahl, die eigentlich gar nicht vorkommt. Ja? Aber das geht eben trotzdem, nämlich dann, wenn es gerade eine gerade Anzahl an Daten sind. Zusammengefasst, in einer nach Größe sortierten Liste, also das hier, von Daten, das sind die Daten gewesen, steht der Zentralwert in der Mitte, wenn es eine ungerade Anzahl ist, oder zwischen den beiden Zahlen in der Mitte, wenn es eine gerade Anzahl ist. Also 47 bei diesen 7 und 46,5, wenn man die hintere weglassen tät. Und dann noch der Modalwert. Das Einzige, was ich hier gemacht habe, ich habe eine Tabelle gemacht. Also ich habe hier quasi die Größen mal kurz ohne Einheit sortiert. 45, 46, 47, 49, 54, 58, also alle, die vorkommen, und habe dann aufgeschrieben, wie oft eine vorkommt. Und das ist klar, hier kommt die 46 am häufigsten vor. Das wäre der sogenannte Modalwert. Der am häufigsten auftauchende Wert ist der Modalwert. Das heißt, ich brauche eine Tabelle und ich muss drunter schreiben, wie oft kommt eben dieser Wert oder kommen diese Daten vor. Der Modalwert, der sagt uns nur dann was aus, wenn es natürlich ganz viele Daten sind. Also hier jetzt zu sagen, die 46, das ist das Nonplusultra bei dieser Datenliste hier oben, das wäre natürlich falsch. Also hier wäre der Modalwert überhaupt nicht aussagekräftig. Der bringt uns bloß was, wenn es ganz viele sind. Der Zentralwert ist natürlich auch bloß aussagekräftig, wenn nicht irgendwie eine Riesenabweichung entsteht. Ja? Also wenn nicht hinten raus noch ganz viele sind. Und so geht es mit allen Kenngrößen. Wir haben das arithmetische Mittel, wir haben die Spannweite, Zentralwert und Modalwert. Wann welcher Wert gut ist, tja, das müssen wir selber entscheiden. Und so kann man nämlich auch ein bisschen rumtricksen mit Statistiken. Aber das werden wir im Unterricht behandeln. Das werden wir jetzt, haben wir dann im Unterricht behandelt, rauszufinden, wann welcher Wert am besten ist. Das Ganze bitte jetzt abschreiben.